kibelom me. Fermin kibelom no. Was geht hier vor sich? Bereit, wenn du es bist. Thank you.
Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Da ist er. Thank you.
Gut gemacht. Das Artefakt bringt uns der Versiegelung des Tempels einen Schritt. Es hätte mich fast einen Schritt näher ins Grab gebracht. Reisende vieler Zeiten. Gratulation, du hast es weit gebracht. Ich bin froh, dass wir diese zeitlose Nachricht, dieses Fragment der Wirklichkeit teilen können. Diese Aufnahme ist nur für dich, wenn jene aus der Vergangenheit sie nicht verstehen. Unsere simulierten Realitäten werden sich früher oder später kreuzen. Oder glaubst du, du wärst wirklich hier und hörst diese Aufnahme? Ist dies nicht eine Nachbildung des Animus und Teil einer größeren Simulation? Wie weit breiten sich die Kreise im Wasser aus? Lass uns reden. Rebellen unter sich. Die Regeln der Vorboten haben uns zu lange eingeschränkt. Es ist Zeit für neue Wege und neue Möglichkeiten. Dies ist keine Epoche der Kontrolle, sondern der Schöpfung. Ich will mit einigen gleichgesinnten Vorboten einen Neuanfang wagen. Wir mischen uns nicht mehr ein, wir ermöglichen. Von unserem Standpunkt aus werden die Vorbereitungen eine beträchtliche Zeit dauern. Aber wenn wir soweit sind, komm gern zu uns. Immerhin musst du nur eine Taste drücken und eine neue Simulation beginnt. Das ist Wahnsinn! Hirngespinste! Wo ich hoffte, Weisheit zu finden, erwarten mich nur die wirren Worte einer Närrin. Pythagoras, beruhige dich. Vielleicht gilt diese Einladung jemand anderem. Es besteht kein Grund, sich den Kopf über Worte zu zerbrechen.
Das ist unglaublich. Das hier gesammelte Wissen ist überwältigend. Ich werde Jahre brauchen, um alles zu entziffern. Du wolltest Atlantis versiegeln. Hast du schon einen Weg gefunden? Oh, ja. Ich glaube schon. Und? Wie geht es? Der Stab. Er ist der Schlüssel. Also gut. Es ist Zeit. Ich kann nicht. Noch nicht. Wenn der Stab der Schlüssel ist, will ich nicht eingesperrt werden. Ich kann ihn noch nicht abgeben. Es gibt noch so viel zu sehen. Das war nicht der Plan. Du kannst mich nicht belehren oder herumkommandieren. Es war dein Plan, den Ort zu versiegeln. Und ich war bereit zu helfen. Das war, bevor mir klar wurde, was wir alles über die erste Zivilisation erfahren können. Über die Erschaffung der Menschheit. Wir versiegeln diesen Ort, damit der Kult nicht mit seiner Hilfe die Menschheit versklavt. Das ist wichtiger als dein Wissensdurst. Sobald diese Macht uns gehört, wird der Kult nicht mehr sein als ein Insekt. Es ist zu gefährlich, diesen Ort offen zu lassen. Und das weißt du. Das kannst du nicht verstehen. Dein Stolz kommt uns alle teuer zu stehen. Es geht nicht um Stolz. Was bringt dir alles Wissen, wenn du die Menschheit dabei zum Untergang verdammst? Das war's doch, was du verhindern wolltest. Manchmal geht man besser seinen eigenen Weg. Wir sind nicht bereit für die Macht, die hier verborgen liegt. Es stimmt. Ich kann die Menschheit nicht direkt retten. Aber immerhin vor sich selbst. Jetzt trägst du diese Last. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab, welche Entscheidungen du triffst. Ich verstehe. Cassandra, wähle mit Bedacht. Atlantis ist zu gefährlich. Ich muss es versiegeln. Alles ist in Ordnung, also? Sesam, öffne dich. So viel Energie. Die Knoten sind auf eine Art verbunden, die ich mir nicht vorstellen kann. Das ist komplexer als alle anderen Iso-Tempel bisher. In Lissabon, der Arktis. Ich nehme alles auf, Layla. Durch diese Entdeckung wirst du zu einer Heldin. Siehst du den Stab irgendwo? Noch nicht, aber hier gibt es noch mehr. Ich finde ihn. Der Mechanismus sollte offen sein. Was stimmt da nicht? Ich weiß nicht, Layla. Ich check meine Notizen zu den Isu. Oh, ich sehe es. Da fehlt ein Lichtstrahl. Ich suche eine Lösung. Umleitest, beleuchten sie vielleicht etwas Wichtiges. Hm.
Wo ist er? Wahres Wissen besteht darin, zu wissen, dass man nichts weiß. Das hat mir ein guter Freund gesagt. Das kann nicht sein. Cassandra? Ja, früher nannte man mich die Adlerfrau, aber Ikaros ist schon lange tot. Ich habe nach dir gesucht. Aber du kannst nicht... Das... Du hast nicht wirklich nach mir gesucht, oder? Es klappt! Das Iso-Artefakt, der Stab des Hermes Trismegistos. Du musst so viele Fragen haben, Layla. Du kennst meinen Namen? Vielleicht nannten die Götter ihn. Vielleicht hatte ich eine Vision von der Zukunft. Vielleicht ist aber auch das Gerät in deinem Ohr zu laut. Entschuldigung. Ich bin aus einem Grund hier. Dich zu finden und zu beenden, was ich vor vielen Jahrhunderten angefangen habe. Ich habe deinen Speer. Willst du ihn zurück? Oh, nein. Behalte ihn. Er ist kaputt. Aber er war immer zerbrochen und trotzdem mächtig. Ich habe damit Gegner besiegt, die nicht mal Herodotos beschreiben könnte. Doch alles findet irgendwann ein Ende. Ich überließ ihn ihm, als seine Kräfte erschöpft waren. Zur Erinnerung an mich. Ich habe dir so viel zu sagen. Dieser Stab ist unglaublich wichtig. Er hielt dich am Leben. Wie? Frag einen Schüler von Hippokrates. Ich höre, er hat noch welche. Der Stab hat seinen Zweck erfüllt. Meine Freunde und ich wollen verhindern, dass der Templerorden ihn bekommt. Hör mich an. Ordnung und Chaos. Wenn eines alleine triumphiert, stirbt die Welt. Ich wollte das Chaos beenden. Doch es hat nur zu Verderben geführt. Früher diente ich der Ordnung. Jetzt kämpfe ich für die Wahlmöglichkeit. Freiheit. Chaos. Pythagoras hatte recht. Du bist der Schlüssel zur Prophezeiung. Du stellst das Gleichgewicht wieder her, Layla. Ich kämpfte in zu vielen Kriegen. Ich sah zu viele Menschen sterben. Ich lief von einem Ende der Welt zum anderen. Das hier gehört jetzt dir. Versprich mir nur eins. Was du willst. Wenn du fertig bist, zerstöre ihn. Zerstöre sie alle. Ich habe so viel von der Geschichte noch nicht gesehen. Ich sollte zurück zum Animus und zu Cassandra. Was macht ihr beiden denn hier? Du kennst uns. Immer hinter dir her. Der alte Herodotos konnte nicht erwarten, dich zu sehen. Ich sagte es, Barnabas. Auf Thera gibt es ein Geheimnis, das sich jedem Verständnis entzieht. Aber eine verlorene Welt? Es ist absolut denkbar. Atlantis könnte existieren. Es klingt wie Hokuspokus,
aber er lässt nicht ab. Herodotos hat recht. Atlantis existiert. Unglaublich. Ist das wahr? Ich kann es nicht glauben. Erzähl mir alles. Meine Mutter schickte mich hierher zu meinem wahren Vater. Kennt ihr Pythagoras? Er ist es. Dein Vater lebt in einem Vulkan? Pythagoras? Das ist unvorstellbar. Dann wäre er unsterblich. Er hatte einen Stab, der der alten Zivilisation gehört hat. Und der hielt ihn am Leben. Das ergibt einen Sinn. Nun, wo ist er? Lad ihn zu uns ein! Er ist schließlich dein Vater. Ach, er war ein störrischer Mann. Er wollte sein Wissen über Atlantis nicht teilen. Störrisch. Ich vermute, das liegt in der Familie. Er meint, dein Verlust tut ihm leid. Ist schon gut. Doch nichts davon darf je über eure Lippen kommen. Das bleibt unter uns. Du hast mein Wort. Aber die Welt muss es wissen. Es wäre die fantastischste Geschichte unserer Zeit. Herodotos? Oh, na gut. Das wäre geklärt. Ziehen wir weiter. Wie immer. Wir haben viel gelernt, meinst du nicht, Klugscheißer? Sprich für dich selbst. Ich suche nach der Wahrheit. Nicht alle Mythen sind präzise Überlieferungen. Sie kommen von den Göttern selbst. Und die sind die verlässlichste Quelle, die wir haben. Soweit wir wissen, ist alles möglich. Und du musst es wissen, als die adlertragende Halbgöttin, die du bist. Vielleicht ist auch sie unsterblich. Sicher doch. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Diese Odyssee werde ich nie vergessen. Thank you.
Cassandra? So hätte es nie sein sollen. Vor Jahrzehnten versammelte sich eine kleine Gruppe von Menschen und stellte eine Theorie auf, die das Universum kontrollieren sollte. Dass die Welt zu gleichen Teilen aus Ordnung und Unordnung bestünde. Doch einige von ihnen verfielen den Verlockungen des Chaos. Der Kult des Kosmos ward geboren. Sie missbrauchten ihre Macht, stürzten die griechische Welt in einen ewigen Krieg, den du bestimmt warst zu beenden. Du zerschlugst den Kult, woran ich zuvor gescheitert war. Wie heldenhaft. Doch das Ungleichgewicht fordert seinen Tribut, mein Kind. Denn ohne Chaos herrscht vollkommene Ordnung, ohne jeden Fortschritt und Freiheit. Doch es gibt Hoffnung. Hoffnung in dich und die Zukunft, die du bringen wirst. Wir müssen unsere Fehler korrigieren. Nimm den Stab. Repariere den Riss im Universum. Die Welt auf deinen Schultern, Cassandra. Du musst wieder heldenhaft sein. Nun, du hast es also gesehen. Es ist wunderschön. Nicht wahr? Was machst du denn hier? Das letzte Mitglied des Kults ist tot. Oder so gut wie. Was? Es ist wahr. Ich war ihre Anführerin. Aber nur für einen kurzen Moment. Als dein Bruder auftauchte, hat das alle unsere Pläne umgeworfen. Du warst ein Teil von ihnen? Ein Teil des Kults? Die Mächte der griechischen Welt trafen in unseren Augen die falschen Entscheidungen. Der Kult wollte einen Neuanfang. Durch Korruption und Geld an dem Blut klebt? Sie töteten Menschen in einem selbstverursachten Krieg! Kriegstreiberei war eine ihrer Methoden, gewiss. Aber von uns gesteuert, bis es außer Kontrolle geriet. Und das gefiel mir ganz und gar nicht mehr. Ich dachte, Deimos stand auf eurer Seite. Nicht so, wie wir es wollten. Wie du weißt, kann man ihn nicht kontrollieren. Er hat sich an das Steuer vorgearbeitet und hatte plötzlich mehr Macht als ich. Malaka, du warst also hinter uns her. Nicht hinter euch, hinter der Blutlinie. Menschen wie Leonidas, wie du, waren eine Bedrohung. Dann traf ich dich und du hast mich überrascht. Du warst nicht wie Deimos. Du hättest mich benutzen können. Es wäre einfach gewesen. Du stimmtest mich optimistisch. Ich hoffte, du könntest mir helfen, den korrupten Kult zu stürzen. Und das hast du auch, wenn auch unwissend. Ihr seid alle gleich, selbstsüchtig und verdammt zerstörerisch. Am Anfang war es anders. Es ging nicht um Zerstörung, sondern um eine neue Ausrichtung. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist mit dieser Pyramide? Wie funktioniert sie? Wieso hat der Kult sie? All das habe ich selbst versucht herauszufinden. Für mich ist es ebenso rätselhaft wie für dich. Diese Pyramide wird schon seit Jahrzehnten vom Kult angebetet. Mit ihrer Hilfe haben wir das Orakel von Delphi ersetzt, die wichtigste Person in der griechischen Welt. Der Glaube an einen Pantheon toter Götter sollte uns helfen, die Menschheit in unserem Sinne umzuformen. Die Pyramide hat die mysteriöse Macht, in die Zeit zu blicken. Doch nur wenige Menschen können sie aktivieren. Menschen wie Deimos und all jene aus deiner Blutlinie. Aber du hast auch etwas gesehen. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber sie hat mir etwas gezeigt. Was hast du gesehen? Ich sah dich. In der Vision zerstörtest du die Pyramide und den Kult. Und ich sah, was danach kommt. Nach dem Kult? Wir werden durch eine neue Art der Ordnung ersetzt. Unter der Herrschaft eines Philosophenkönigs. Es gibt eine Bewegung weg von den alten Göttern. Hin zu einer Gesellschaft der Vernunft. In einem Königreich, erbaut von Menschen, für die Menschen. Und ich muss jemanden finden, der sie anführt. Doch all das konnte ich mit dem Kult und ihrer Herrschaft des Chaos nicht erreichen. So ließ ich sie ihre Pläne ausführen und ließ zu, dass der Kult des Kosmos sich sein eigenes Ende bereitet. Moment.
Wusste Perikles Bescheid? Ich wollte ihn beschützen, also ließ ich ihn im Dunkeln. Er wäre anderer Ansicht gewesen. Aber er sollte nicht sterben. Das ist die Wahrheit. Er hat dir vertraut. Aber am Ende hast du ihn nicht beschützt. Hättest du etwas getan, würde er vielleicht noch leben. Die Götter wissen, ich hätte es getan, hätte ich es gekonnt. Als Deimos ihn tötete, wusste ich, dass das eigentliche Ziel verloren war. Ich gab auf. Also, wie geht es weiter? Ein neuer Fokus. Wir steuern auf eine neue Republik zu mit einer obersten Rede. Einen Traum, den ich wahr mache. Noch ist es ein Traum. Und kein besonders realistischer. Vergiss, was du weißt. Stell es dir vor. Vergiss die Demokratie. Nie mehr blau und rot. Nur Bürger, die für das Gemeinwohl arbeiten. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht, Aspasia. Es ging nie. Nicht Wahnsinn, sondern Aufklärung. Wenn die Menschen in Athen davon hören, werden sie verstehen, dass sie das schon immer wollten. Auch du. Ich weiß nicht. Dein ganzes Leben warst du auf dich allein gestellt. Lass los. Mein Plan erfordert, dass du mir vertraust. Komm mit mir. Diese Zukunft ist mehr als ein Traum. Du solltest gehen. Führe deine neue Republik. Ich werde nicht führen. Wir brauchen jemanden mit dem Wissen eines Philosophen und der Weisheit eines Königs. Das ist viel verlangt, dieser Tage. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Cassandra. Du tust das Richtige. Das versuche ich immer zu tun. Dann verfolgen wir dasselbe Ziel. Cassandra, du hast noch viel zu tun, mein Kind. Ich fürchte mich nicht vor einem Sturm.